60 Jahre Documenta, ein großes Jubiläum, was bevorsteht. Bertram Hilgen, was erwartet uns in dieser Woche und vor allem am Wochenende an Programm? Ja, wir haben ein wunderbares Programm. Das beginnt am Mittwoch. Wir werden den Vertrag über die Übergabe des Documenta-Archivs an die Documenta im Laufe dieser Woche unterzeichnen. Wir haben eine Brotas-Ausstellung, die viele Besucher nach Kassel führen wird. Wir haben ein Symposium, in dem die Kuratoren der früheren Documenta-Ausstellung mit Adam Cimcik diskutieren über Documenta. Und wir haben am Sonntag ein breites Programm vieler Einrichtungen, die der Documenta verbunden sind. Und am Abend spielt unser Staatsorchester auf dem Friedrichsplatz. Der Steinweg ist gesperrt. Lieder, und das ist ein wunderbarer Abschluss einer ereignisreichen Woche. Und die Teilnahme ist für die Besucher natürlich kostenlos. Sie können das internationale Flair in Kassel spüren, wie es ja auch alle 5 Jahre der Fall ist. Was glauben Sie, würde der Stadt fehlen ohne die Documenta? Nun, uns würde ein Stück Identität fehlen. Die Documenta, die jetzt seit 60 Jahren alle 4 am Anfang und jetzt alle 5 Jahre stattfindet, ist ein prägender Teil der Stadt geworden. Nicht nur alle 5 Jahre, sondern auch im Bewusstsein der Menschen. Sie ist bei der Bevölkerung angekommen. Wir tragen die Documenta in unserem Namen, Documenta Stadt Kassel. Und wenn es die Documenta nicht gäbe in Kassel, dann würde auch ein Stück des Stolzes der Kasseler auf diese wunderbare Einrichtung fehlen. Und ich sage, es ist ein Wunder, dass die weltbedeutendste Ausstellung moderner Kunst nicht in New York, nicht in Paris, nicht in London, sondern in Kassel stattfindet. Und sie hat uns auch immer prominente Gesichter gebracht. Wir sehen im Hintergrund das Porträt von Joseph Beuys, das in ihrem Dienstzimmer hängt. Was verbindet Sie ganz persönlich mit der Documenta? Nun, ich lebe seit 1980 in Kassel und seit der Zeit habe ich natürlich jede Documenta besucht. Ich bin viele Jahre Documenta-Aufsichtsratsmitglied und jetzt als Oberbürgermeister der Vorsitzende des Aufsichtsrates, schaue also auch hinter die Kulissen auf die Entstehung jeder einzelnen dieser Ausstellungen. Und ich sage, Oberbürgermeister dieser Stadt zu sein, ist ein wunderbarer Beruf, aber Aufsichtsratsvorsitzender der Documenta GmbH zu sein, ist das Sahnehäubchen darauf. Und bald ist es wieder soweit, 2017, die nächste Documenta. Wir freuen uns jetzt erstmal auf das Jubiläum und dann auch auf die nächste Weltkunstausstellung in Kassel. Vielen Dank. Danke.